Wucht des Sturms muss riesig gewesen sein. 2 Wochen ist es her, seit der Wirbelsturm Pam mit einer Windgeschwindigkeit von über 300 Kilometern pro Stunde über die Inselgruppe Vanuatu hinweggefegt ist. Der Häuser der Inselgruppe sind zerstört. Mehr als 160.000 Menschen auf Hilfe angewiesen. In der Hauptstadt Port Vila ist der Wiederaufbau in vollem Gange. Manchmal hat die Hauptstadt sogar wieder Strom. Ganz anders, haben wir gehört, ist die Situation im Norden. Von dort kam der Wirbelsturm Pam. Dort sind die Zerstörungen am größten. Wir machen uns auf den Weg. Überall am Rande der Straße abgedeckte Gebäude, zerstörte Bananenfelder, entwurzelte Bäume. Viele Straßen sind nur noch mit einem Geländewagen befahrbar. Nach 3 Stunden erreichen wir das Fischerdorf Takara. Wir fragen nach dem Dorfvorsteher. Wie alle hier spricht die Frau Bislama die Landessprache Vanuatus. Den Dorfvorsteher, sagt sie, findet ihr da hinten am Strand. Es ist nicht weit von hier. Der Wirbelsturm hat von dem Dorf Takara nicht viel übrig gelassen. Überall liegen Bäume auf der Erde. Die Felder, auf denen sie sonst Getreide und Gemüse anbauen, sind verwüstet. Wir wollen wissen, wie es den Menschen geht und was an Hilfe angekommen ist. Der Häuptling führt uns herum. Mit seinen 25 Jahren ist er noch ziemlich jung für einen Dorfvorsteher. Erst vor ein paar Monaten hat er den Titel Chief von seinem Vater geerbt. Der Sturm für ihn eine riesige Herausforderung, denn als Dorfvorsteher fühlt er sich für den Wiederaufbau verantwortlich. This is my Dutch house, Chief Amera house. Sehen Sie, das ist das Haus meines Vaters. Weggeschwemmt von der Flutwelle und weggeblasen vom Hurrikan. Wir haben keine Ahnung, wo all das geblieben ist, was vorher im Haus war. All the staffs are gone, we don't know. 42 Familien leben in Takara, etwas mehr als 300 Menschen. Viele von ihnen sind Fischer, andere haben bis zum Sturm auf den Feldern gearbeitet. Von den 42 Häusern des Ortes sind ganze 5 stehen geblieben. Von anderen Gebäuden stehen zumindest noch die Wände. Zum Glück, sagen sie uns, sei niemand getötet worden. Der Wirbelsturm habe die Flut rund 1 Kilometer aufs Land getrieben, erzählt uns der Häuptling. Den Wind, glaubt er, hätten viele Häuser wahrscheinlich überstanden. Das Wasser aber walzte alles nieder. Auch Carlos Nin, der Dorfälteste, kann die Nacht des Sturms nicht vergessen. Where have you been? What was your experience? My experience is I stay in my house. Ich war in meinem Haus und dann kam der Zyklon. Das erste, was ich gehört habe, war das Geräusch des Daches vom Nachbarhaus, als es gegen meine Wohnung flog. Da habe ich gedacht, raus hier, es geht um dein Leben. Ich wollte nur noch an einen sicheren Platz. Ich habe mir Sorgen um meine Familie gemacht. Auf dem Weg zu ihrem Haus sah ich einen Mann, der sich mit seinem Sohn in einem anderen Haus versteckte. Ich habe die Tür geöffnet und bin hineingegangen. Und da waren wir in Sicherheit. Nach einiger Zeit haben wir gesehen, dass die Dachkonstruktion fast auseinanderbrach. Also haben wir uns einen Hammer geschnappt und die Bretter festgenagelt. Das hat uns gerettet. And some of the things that happen inside the house, and we know that it's safe. We're safe. Es ist noch früh am Morgen, noch ist die Temperatur erträglich. Später wird sie, so wie immer in den letzten Tagen, wieder über 40 Grad ansteigen.
Der Dorfvorsteher zeigt uns das Versammlungsgebäude des Dorfes. Es hat den Sturm mit kleineren Schäden überstanden. Hier lagern sie, was bisher an Hilfe angekommen ist. Erst einmal, erzählt der Dorfvorsteher, kamen überhaupt Helfer vorbei. Sie brachten ein paar Dutzend Liter Trinkwasser und 6 Zeltplanen. 100 Liter Wasser? Ja, only 100 Liter Wasser. Not enough. And that's it. Das sei nicht genug, sagt der Chief. Er ist enttäuscht von den Hilfsorganisationen und der Regierung, die schnelle Hilfe versprochen hatten. Er fühlt sich alleingelassen, denn das Wasser reicht nur noch wenige Tage. 50 Meter weiter lebt Roger mit seiner Familie. Freunde helfen ihm beim Wiederaufbau des Hauses. Neues Baumaterial gibt es nur in der Hauptstadt, aber dafür fehlt ihm das Geld. So gut wie möglich versucht er deshalb, alte Bleche, Gitter und Bretter wieder zu verwenden. Auch Roger ist Fischer. Sein Boot, erzählt er, wurde zum Glück nicht zerstört. Doch an Fischfang ist im Moment nicht zu denken. Der Wiederaufbau geht vor. Too many rubbish flying around. Er kämpft gegen den Sand, den die Fluten mit sich gebracht haben, und den angeschwemmten Müll. Der Boden ist stellenweise einen halben Meter hoch mit Seesand bedeckt. Jetzt buddelt er, um zumindest einige seiner persönlichen Habseligkeiten wiederzufinden. Denn wirklich alles, was er einmal besessen hat, ist unter dem Sand begraben. Ich suche nach Besteck, Tellern und vor allem aber Kleidung. And some clothes. Vermisst ihr auch Wertsachen, fragen wir? Yeah, like, jewelry. Ja, ein wenig Schmuck von meiner Frau. For my wife. Ein Nachbar hat ihnen Kleber geschenkt, damit sie weiterbauen können. Roger und seine Familie sind auf solche Geschenke angewiesen, denn die wenigen Ersparnisse, die er hat, muss er für Lebensmittel ausgeben. Davon hat er etwas Reis gekauft und Fisch. Eine seiner Töchter hat ein Familienbild, an dem Roger und seine Frau sehr hängen, wiedergefunden. You found it? It's a picture. Hast du das gefunden? Ein Bild von meiner Familie. Sie hat es gefunden und mir gegeben. Sie versuchen irgendwie zur Normalität zurückzufinden, richten sich ein, so gut es geht. Nach wie vor schlafen viele Familien im Freien. Hier und dort sehen wir eine Plastikplane gespannt, vor allem zum Schutz gegen die brennende Sonne. Das größte Problem aber ist momentan das Trinkwasser. Nur wenige Liter Trinkwasser sind noch übrig. Schon jetzt kochen sie mit ungereinigtem Wasser des nahen Flusses. Roy ist ein Nachbar von Roger. Er hat jetzt schon zum zweiten Mal erlebt, dass ein Zyklon über sein Dorf hinwegzieht. Der Wirbelsturm hat meine vordere Wand und andere Teile des Hauses zerstört. Jetzt versuche ich, altes Holz zur Reparatur zu verwenden. Es gibt einfach nicht genug neues Material, sodass wir gebrauchtes Holz und gebrauchte Nägel nehmen müssen. Die Kinder versuchen beim Aufbau zu helfen, sammeln altes, noch brauchbares Material ein. Unterricht haben sie momentan eh nicht, denn in der gesamten Region ist keine einzige Schule stehen geblieben. Die Bewohner von Takara glauben, dass sie nach 4 bis 6 Wochen die größten Schäden behoben haben. Manche Familien aber zweifeln daran, ob sie die Häuser überhaupt wieder aufbauen sollen. Das hören wir hier immer wieder. Denn das Leben am Strand wird ihnen zu gefährlich. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel immer weiter. Und in ein paar Jahren könnte das Leben im Dorf hier nicht mehr möglich sein. Auch der Dorfvorsteher und der Dorfälteste sehen die Auswirkungen des Klimawandels mit Sorge. From November up to April,
Von November bis April ist die Zeit der Wirbelstürme, also eigentlich Regenzeit, sagt er. Aber es habe jetzt eine ganze Woche nicht geregnet. Schon seit 5 Jahren steigt der Meeresspiegel, fragen wir. Was werdet ihr in der Zukunft tun? Wir müssen einen höher gelegenen Platz für das Dorf finden, weg von der Küste, sodass die Flut nicht unsere Häuser wegspülen kann. Noch hoffen sie, dass der Klimawandel irgendwie gebremst wird, denn sonst, so hat auch schon ihr Präsident gewarnt, sei ganz Vanuatu irgendwann nicht mehr bewohnbar. Auch für die Stärke des Wirbelsturms machen sie den Klimawandel verantwortlich. Wirbelstürme, sagt der Dorfälteste Carlos Nin, gäbe es hier in der Region häufig und meistens wurden die Dorfbewohner von den Behörden rechtzeitig gewarnt. Bei Pam hat es nichts genutzt, dieser Zyklon wurde einfach unterschätzt. Zyklon Pam war einfach zu stark. Alles ist zerstört, alles in Schutt, ja. Und so bleibt ihnen momentan nicht viel, als weiter auf Hilfe zu warten. Wir müssen zurück nach Port Vila, sonst gibt es Ärger. Seit dem Zyklon ist am Abend Ausgangssperre. So will die Regierung Plünderungen verhindern. Was wir auf dem Rückweg sehen, ist bedrückend. So viel Zerstörung an Gebäuden und Natur.